Jetzt gehe ich mal davon aus, dass das Affenkind die Kiste nicht dicht gekriegt hat. Jetzt wieder so eine Sache, wo ich schon ja richtig tierisch abkosten könnte. Aber das ist, wenn du wieder von irgendwelchen Vögeln ein Auto kaufst. Ich habe die Schnauze schon wieder voll. Echt ätzend. Ach, da hast du dir alles keinen erzählen. Ich habe jetzt beim am Chirurg jetzt den Zahnriemen gewechselt und habe ihn natürlich dann alles zusammengesteckt, alles verkabelt und nachdem die eigentliche ZE natürlich auch kaputt war, ich glücklicherweise aber noch eine vom Golf im Keller liegen hatte, die übrigens auch passt, habe ich alles soweit fertig gemacht, Kühlwasser aufgefüllt, ne, Wasserpumpe ist ja ne, auch alles neu und habe ich ihn laufen lassen und Ende vom Lied rotzt er das ganze Öl unten raus und nicht zu knapp, aber ich zeige euch mal warum. So, ich hoffe, man kann das alles gut sehen, also ja, alles mit so toller Dichtmasse mit eingedichtet, zusätzlich zur Dichtung der Ölkühler voll mit Dichtmasse, da alles voll mit Dichtmasse, ja. Dann ist es kaum ein Wunder, dass er da undicht wird. Ja, Ölkühler hatte ich bestellt, weil ursprünglich habe ich gedacht, der rotzt das Öl raus, weil die Dichtung vom Ölkühler selber undicht ist. Deswegen habe ich einen komplett neuen Ölkühler inklusive Dichtung gekauft. Dann habe ich jetzt den Halter für den Ölfilter abgeschraubt und haben wir dann noch mal eben eine Dichtung geholt. So, dann ich mache das jetzt alles sauber und baue alles zusammen. In dem Zuge kriege ich dann noch direkt den Ölwechsel und dann hoffen wir mal, dass dann jetzt alles gut ist und der Motor technisch soweit in Ordnung ist, dass er quasi fahrbereit wäre. Ich habe wieder alles zusammengebaut und was soll ich sagen, ich könnte wieder einen Brechreiz kriegen. Entweder ist die Dichtung scheiße oder da stimmt was mit dem Motor nicht. Als ich das Auto gekauft habe, hat mir der Verkäufer gesagt, der Motor ist ca. 40.000 Kilometer vorher überholt worden und stammt aus einem Golf 1 Cabrio. Es war ein Unfallfahrzeug. Jetzt gehe ich natürlich davon aus, wenn man einen Motor aus einem Unfallfahrzeug kauft, dann ist das ein Seitenklatscher, ein Heckklatscher oder wie auch immer. Aber ich habe jetzt mal die Kisten durchgeguckt, die dabei gewesen sind. Ach so, ich habe noch gar nicht erzählt. Sache ist, also das Öl sprudelt am Halter vom Ölfilter, der in den Motorblock geschraubt ist. Sobald der Öldruck hat, sprudelt das richtig vorbei. Noch extremer als vorher. Und das würde auch die Dichtmasse erklären. Weil sie es nicht dicht bekommen haben. Auf jeden Fall, ich habe die Kisten durchgeguckt und habe einen Ölfilterhalter gefunden. Ich zeige euch das. Also das Ganze sieht so aus. Ist ja erstmal nichts, wo man sagen würde, okay, aber rausgebrochen. Ja, die Sauerei sieht man jetzt nicht. Zum Glück habe ich Ölwanne drunter und ich habe vorsorglich Ölex ausgekippt, falls im Spritzer sind, damit hier nichts passiert. Auf jeden Fall ist meine wilde Vermutung jetzt, also ist jetzt meine Vermutung, dass das Auto oder beziehungsweise der Motor aus dem Frontschaden kommt. Und das würde natürlich auch erklären, warum erstens der Halter gebrochen ist, dann gibt es auch noch einen Ölfilter, der, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, doch, sollte man ganz gut sehen.
der so aussieht, dass es nicht von der Demontage. Na? Also, jetzt gehe ich mal davon aus, dass das Affenkind, der den Motor eingebaut hat, beziehungsweise den Motor gekauft hat, aus dem Frontschaden kommt, die Kiste nicht dicht gekriegt hat und ja, den er verkauft hat. Das ist meine Vermutung. Ja, nervt mich schon wieder tierisch. Jetzt, es gibt noch eine Papierdichtung, also so keine Metalldichtung, die jetzt geliefert wurde. Dann werde ich das nochmal auseinanderbauen, werde diese Dichtung dazwischen machen und gucken, ob es dann dicht ist. Wenn es dann immer noch nicht dicht ist, dann ja, habe ich auf jeden Fall erstmal die Schnauze voll. Dann überlege ich mir oder mach den, ich habe noch aus dem blauen Schlachter noch den Motor stehen. Dann werde ich, den Motor so weit zerlegen, da werde ich direkt Kopfdichtung machen, Zahnriemen und ja, eine neue Wasserpumpendichtung bestellen. Und den Zahnriemen, der ist ja jetzt 30 Sekunden, 45 Sekunden, vielleicht eine Minute gelaufen insgesamt. Werde jetzt auf den anderen Motor übernehmen und dann werde ich wahrscheinlich den Motor tauschen. Wann ich das mache, weiß ich noch nicht. Es ist für mich immer ein bisschen wetterabhängig, weil ich muss hier draußen schrauben. Ich habe immer noch keine Halle. Ich suche ja immer noch, aber es findet sich hier einfach nichts. Ja, auf jeden Fall, das ist für mich jetzt wieder so eine Sache, wo ich schon wieder richtig tierisch abkosten könnte. Aber das ist, wenn du wieder von irgendwelchen Vögeln ein Auto kaufst, ne, wo du dich dann wieder drauf verlässt. Ja, auf jeden Fall. Ich habe die Schnauze schon wieder voll und überlege mir jetzt gerade, was ich jetzt wie mache. Aber ich werde tatsächlich erstmal noch so eine Dichtung bestellen oder werde ich das Samen nochmal testen. Vielleicht haben wir Glück. Okay, dann. Echt ätzend. Und dabei habe ich schon bisschen was auch innen getan. Naja, mal gucken. Ich habe noch Motor stehen, aber ach, schon wieder Motor umbauen. Ich habe da auch keinen Bock mehr drauf. Aber hier ist auch eine neue Ölwanne drunter. Unter dem Motor hier. Jetzt, egal. Mal gucken, wie es weitergeht. Also, ich will ihn auf jeden Fall fahren. Ich will ihn irgendwann fertig haben. Aber dieses Jahr wird's wohl ja nichts mehr. 3 Tage später. So, nachdem das ganze Zeug ja gestern so undicht war, ja, habe ich mich nochmal mit jemandem unterhalten und er meinte, die Metalldichtung ist auf jeden Fall die falsche Dichtung. Macht da die Papierdichtung rein und mit Dichtmasse eindichten und dann sehen wir weiter. So, das habe ich jetzt gemacht. Es ist alles zusammengebaut soweit und jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Wollen wir mal sehen, ob habe ich denn den Schlüssel. Dann schauen wir mal, ob er jetzt. Anspringt und vor allem, weil dicht ist. Ich traue mich gar nicht. Er mag mich. Ja. So, jetzt muss noch alles dicht sein. Ja, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, aber die Scheiße ist natürlich nicht dicht. Also, das bestätigt dann meine Theorie, dass der Motor durch den Frontschaden im Sack ist.
soll ich sagen? Mich nervt das gewaltig, weil, ja, das heißt, ich kann den Motor ausbauen, kann den anderen, den ich ja noch stehen habe aus dem Blauen, erstmal überholen. Ach, das ging mir alles auf den Sender. Na gut, also, ja, wie ihr gesehen habt, an sich läuft er, aber, ja, war alles für dumme Nüsse. In diesem Sinne. Haut rein. Ciao. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty. I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see. I ain't the one to fuck with, now they looking nervously. And I don't really care what you think of me, respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better.